Nein. Katze jetzt nicht. Ist noch nicht so weit. Nein, scheiße, ich hab's verkackert. Judge, and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit. That old fart somehow, or we'll end up with nothing. Ja, ich hab's gebeizt. Ich hab's gemerkt, aber Gott weg. Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Ich hatte, ja, ich hatte. Ich hatte, mein lieber Alex. Der Zeitungsausschnitt Mittwoch, 13. September 1854. Der Sheriff von Blackstone, New Hampshire, hatte Montag, dem September, einen Haftbefehl gegen Jacob Hyde, den Eigentümer einer Mine und eines Gasthofs, erlassen. Hyde wird zur Last gelegt, Richter John Norton ermordet zu haben, der mit schweren Verletzungen im Gasthof vorgefunden wurde, wo er kurze Zeit später verstarb. Zusätzlich wurde eine Belohnung von $500 ausgesetzt. Wer das tut, du, sonst wärst du ja nicht mit mir zusammen. Du Vogel. Okay. Ach, ist das so? Spacki. Hier muss doch jetzt noch irgendwas rumliegen, was ich gebrauchen kann, damit ich weiterkomme. Aha. Oh, Allah! Leather! Mein Gott! Danke für dein Raid! Was ist denn das für eine? Ich bin weg! Ah! Gott! Wo kommt denn ihr her? Socker! Ich war doch gerade oben. Da oben rennen die Leute rum. Willst du da noch mal hoch? There should be a spare key somewhere. Das ist die zugetritt, Schatz. Jesus. Key for room 203 is missing. Maybe. Maybe I can get there from room 202. Erstmal eine kleine Schissbuchse. Leather, ey. Leather. Ich hasse dich, ne? Danke für die neuen Bits. In solchen Momenten bitte nicht!
Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch ein Witz jetzt. Ich bin tot. Ciao. Das ist jetzt echt ein Problem. Wie lange läuft denn der da jetzt? Also wie lange ist denn der da jetzt? Ach, da läuft so seine Putt. Also muss ich, wenn er darüber läuft, dahinter. Hoffentlich sieht er mich, bitte, bitte, hoffentlich sieht er mich nicht, hoffentlich sieht er mich nicht. Scheiße, wo muss ich denn weiter? Ich muss in die andere Richtung. Fuck! I'm gorgeous. Dankeschön für diesen Moment. Niki, schlaf gut. Aber dankeschön, Lever, für die Bits. Gilman, open the door. We need to talk, just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so upset. I really... You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in das? This charming... Das ist meine Katze. World. So many people have gone missing. Including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please. That's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. 2 years have passed since... Warum hast du eine Maske auf? Many things still remain unclear. People lost their lives. Many others have gone missing since. And you act like it was just a minor incident. It was an accident.
A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business. That's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. Did you hear me? Never ist ein total sympathischer Dude. Im Rahmen seiner Recherche bezüglich des vermissten Richters entdeckte der Detektiv anscheinend um dieser Grund bereits seit der Unfall in der Mine immer wieder Menschen verspürt. Es fing an, wo dass mein Vater Jacob Hyde die schuldige Partei sein könnte. Er nahm sogar die Mine selbst in den Augenschein, um nach Hinweisen zu suchen, die seinen Verdacht bestätigen würden. Die Erstperson verschwand kurz nach dem Unfall in der Mine. Mir ist bewusst, dass es in dieser Gegend mit ihren Wäldern und Bergen, Sümpfen und Höhlen viele natürliche Gefahren gibt, aber ich glaube nicht, dass hinter all diesen Fällen nur der Zufall steckt. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass die Explosion ein reiner Unfall war, selbst wenn Jacobs Schicksal und Ereignisse durch die Ermittler bestätigt wurden. Ein Einmischer schildert mir, dass Hyde kurz vor der Explosion mehrere Fässer voll Schießpulver zu seinem Hof transportiert hat. Ich werde mir die Minen genauer anschauen, um im Schacht nach Spuren zu suchen, die Hyde dort hinterlassen haben könnte. Vielleicht hat der Sheriff etwas übersehen. Vielleicht wurde er auch bestochen. Hoffentlich komme ich da so dahinter, was mit vermissten Fällen auf sich hat. Oh, Katze! Gott, was ist denn schon wieder los mit dir? Verlasse das Wirtshaus. Lever, mach's gut, schön, dass du da warst. Oh Mann! Ciao, Letter. Schlaf gut. Was ist das? Can't be real. I must have lost my mind. Ich verstehe das Spiel schon langsam nicht mehr. Cosmo, jetzt reicht's aber mal. Mein Gott, du machst mich auch noch ganz curry hier. Verarsch mich nicht! Ah.
scheiß Tür auf! Die Mücken. Scheißegal, 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 scheißegal. I have to run. Bin tot. Auf zu lecken. Ich kann doch nichts dafür, ich weiß nicht, was das ist. Die Frames droppen voll runter. Keine Ahnung warum. Schön, dass du jetzt genau vor mir liegst, Cosmo. Wenn ich jetzt mit dem Stuhl drüber fahre, was machst du denn dann? Und was meckerst du da hinten? Ja, mecke. Ab jetzt. Warum leckt das denn so? I have to run. LOL. LOL. Hi, Busch. Kann ich rennen? Also, actually, kann ich rennen? Weil er ist ja, macht ja so, er kriecht ja dann. Kann ich rennen? Nochmal die Frage. Have to run. Oh, Specky ist wieder da. Was ist denn das für eine Scheiße? diese Specki-Mampftonne, ey. Mein Gott. Genauso wie schlimm wie der Dude aus Outlast. Georgeris! Immer ich komm zu ihm. Hey Jason. Meinst du mein Torben? Ja, ich meine dein Torben.